So, ansonsten natürlich, ne, was jetzt gilt, sind Expert und Super Expert Level. Level aus aller Welt. Fangen ein bisschen mit Expert an und gehen dann so zu Super Expert rein. Neue Mitteilung, ne. Level suchen. Wir machen. Versprechen wir neu. Neue Level. War das vielversprechend? Suchfiltern? Ja, hier war das mit den Suchfiltern. Ah, schwierig. Wir fangen mit schwierig an, gucken noch ein paar Prozenten, die auch gut machbar sind. Super Mario Game. Okay, Mario Game. Vielversprechend, noch nicht genug Votes drin. Ach stimmt, hier war das auch, genau, schwierig. Rangliste diese Woche. Banzai Bullet Blast. Oh Gott. Use the mask to navigate the level. Watch out for Banzai Builds. Let's enjoy. Das sieht nach einem guten Plattformer zum Reinkommen aus. 8,28%. Ja, das sollte ohne Probleme machbar sein. Kann noch ein bisschen lauter machen, das Spiel. Ja. Oh ja. Okay. Ich würde jetzt aber auch das Setting einmal ändern. Und war das sinnvoll? Hier kann man das auch, glaube ich, so. Oh, ich denke, sieht man ein bisschen mehr. Oh, okay. Oh mein Gott. Okay, auch lange her, dass ich sowas gesehen habe. Jesus. Das war doppelt. Okay, das ist ein Hin und Her, um sich quasi durch die Barriere auf der rechten Seite zu arbeiten. Finde ich gut. Elemente, die ich schon eine Weile nicht mehr hatte. Weil ich aber auch sagen muss, ich habe jetzt in letzter Zeit wenig Super Mario Maker 2 gespielt. Und da ist der erste Checkpoint. Sehr sexy. Oh Gott. Okay, Timing. Timing ist alles. Ha. Jetzt muss ich mit Anlauf machen. Oh Gott. Wait. Au. Okay. Ich stehe vor einem Rätsel. Mit einem Powerblock killt man ja eigentlich so einen Thwomp. Aber was hat es mit dem... What? Aber was hat es mit der Tür... Okay, da bin ich jetzt gerade lost. The heck? Okay, ach, das ist so ein Dingsjump. Ja, okay. Alles gut. Hab nur nicht auf dem Schirm, dass man die da so rausgrabbeln kann. Boy, okay. Naja, drei Tode. Aber an sich cool. Ich muss auch sagen, das ist mein Lieblingsstil von all den Mario-Teilen. Der Super Mario 3-Stil. Das ist schon wirklich so mein Favorit. Nee, Pidgey. Oh, das sieht tricky aus. Gegen die Zeit, Thema. 2,34%. 30 Sekunden, ah, ist ein Speedrun. Frosted Runaway, Platforming Level. 2,85%. Okay, jetzt wird's schon knackig. Ah, wir gucken mal. Frosted Runaway. Aha. Oh, crap, it's one of those.
Oh Gott. Es geht gut los. Das geht gut los. Oh mein Gott. Nee, ist aber... Das ist alles machbar hier, Guys. Alles machbar. Okay, so nicht. So nicht, nee. Tammy, was hast du denn jetzt? Tammy beschwert sich lautstark. Okay. Nein! Okay, das habe ich weggeworfen. Da hätte ich noch locker recovern können from. Von, ja. Ich glaube, er hat seine 5 Minuten. Komm, lass fallen den Dreck. Okay, okay. Keine Scheiße bauen. Konzentriert bleiben. Oh Gott. Checkpoint. Oh. Ja, okay. Nach dem Checkpoint muss man immer erstmal doof sterben. Das ist das Gesetz. Das, trust me, steht im Handbuch für dieses Spiel. Nachdem man einen Checkpoint hat. Oh, ich muss Yoshi direkt... Oh... Okay. Nee, aber nachdem man einen Checkpoint bekommen hat, direkt wegschmeißen das Leben. Direkt wegschmeißen. Und wie fies ist das denn? Ich muss direkt Yoshi-Karten. Ah, das ist nicht gut. Das hinterlässt immer einen bitteren Beigeschmack. Und dann sie jumpen. Okay. Das ist machbar. Das ist absolut machbar. Oh. Bisschen am Schwitzen gewesen, aber ist okay. Shit. Nee, das hat mir mal gefallen. So, warte, nein. War das nicht. Das war schon schön. Ja. Und 2,8, ja. Oh Gott. Speedrun. Sehr viel Cluster. Hell Speedrun. Na? Iso Light Air Attack. Simple, around 15 seconds. Enjoy. Oh. Ja, don't mind me, 3,78. 3,78 klingt gut. Und Kaizo Light, das ist, ich war jetzt nie so der Heavy, also der krasse Kaizo-Spieler. So, Shelljumps machen mir bis heute Probleme. Ah, Shelljumps machen mir bis heute Probleme. Und der Timer ist auch gar nicht tight, okay. Das ist nur generell 15 Sekunden lang, aber man hat Zeit. Okay. Ich hätte durchziehen müssen. Oh, wow. Zumindest habe ich mir wieder einen 31 gecheckt. Na gut, das ist gut. Halt uns auf dem Laufenden, mein Guter. Halt uns auf dem Laufenden. Ich drück dir da wirklich die Daumen, dass es mit dem Reini. dass es läuft und du es nicht so wegwirfst, wie ich das hier gerade. Ja. Ich muss gucken, dass ich hier richtig gut loslege, um dann folgenden Sprung zu kommen. Ja, das war sauber. Ah, okay. Den muss ich richtig knapp nehmen, damit ich dann die Bombe auch gut nehmen kann. Ich hoffe, es ist mir schon zum 6. Mal gebrochen. Oh Gott. Was musst du da machen? Ich muss lebendig ans Ziel kommen. Super Mario Maker, ne? Leute bauen richtig knackige Level. Also, wer man richtig knackige Level spielen will. Und
ist natürlich das Ziel, lebendig anzukommen. Lebendig ans Ziel zu kommen und dabei so viele widerliche Hürden wie möglich zu meistern. Das ist jetzt ein Kai so leid. Also ich gehe mal davon aus, dass weder Shelljumps noch irgendwelche anderen schwierigen Tasks irgendwie mit drin sind. Ist jetzt mehr Plattforming, tightes Plattforming? Weil man muss wirklich gucken, das war knapp. Aber das ist auch gefühlt immer eine Wissenschaft für sich. Oh, Sammy, mein Süßer, aber du kannst jetzt rumlaufen. Bleiben. Nein! Nein! Uff. Es war knapp, ich hätte es fast geschafft. Genau, jeder kann seine eigene Strecken erstellen. Ja, und es ist ein tolles Spiel. Also für jeden, der Mario-Fan ist, auf jeden Fall was. Jeder, der es noch werden will, sowieso. Weil man quasi einen endlosen Supply an Leveln hat. Oh, crap. Und sind leicht, sie sehen einfach nur richtig schön aus. Also, ne, besser gefühlt als normale Mario-Spiele. Bis hin zu, das ist halt unglaublich schwer und du sitzt Stunden dran teilweise, je nachdem wie gut du bist, wie schwer das Level ist, um durchzukommen. Das ist das schwerste Level, was ich hatte, war, da saß ich knapp 2 Stunden dran. Nein, oh, ich hab den... Da saß ich knapp 2 Stunden dran, hunderte Tode, bis ich dann irgendwann durch bin. Und ich glaube, seitdem habe ich auch nie wieder so ein Level gemacht. Was war das? 0,1% Rate oder so? I don't even remember. Okay. Got it. No, das ist nur ein Sprung! Ah, ich dachte, es wäre einfach nur Plattform. Also, normaler Weg. Rap. Okay. Okay. Komm, so schwer ist das nicht, Junge. Zieh das durch. Holy, wird man da nicht deprimiert? Man muss Masochist sein, glaube ich, ja, für die schwierigen Level. Also es ist halt, wenn die Level fair sind und nicht irgendwelche Bullshit-Mechanics oder RNG drin ist, sondern es wirklich einfach nur auf das Skill-Level ankommt, dann geht es eigentlich. Dann lässt man die masochistische Ader so ein bisschen raus und man beißt sich dann da durch. Und wird am Ende halt auch mit unglaublich viel, was ist das, Dopamin belohnt. Weil man halt so ein knackiges Level einfach geschafft hat, weißt du? Okay. Nice. Und ja, also das ist... Die schwierigen Level sind nicht für jedermann. Man tastet sich da aber auch ran, muss ich sagen. Also das ist... Es gibt viele Level, die einem halt helfen, reinzukommen in das Ganze. Die auch so Zeichen erklären, die Leute hinterlassen, ne, wie du was springen musst und so. Und die Techniken erklären. Ich meine, die eine Shelljumping, das kann ich halt wie gesagt nicht. Das ist so mein, ja, mein Nemesis. Ja, genau, das ist der emotionale Erguss. Du hast es absolut treffend beschrieben. Absolut treffend beschrieben. Noch ein Kaiserleid, ja. Nee, ich schaffe ja auch nicht alles. Ich mache ja auch nicht alles. Das ist, also Shelljumps sind das, wo ich einfach nicht reinkomme. Beziehungsweise wenn ich reinkomme, dann spiele ich nicht weiter genug danach die nächsten Tage und bin dann wieder raus. Nein! F-Wort, ich habe nicht das andere gesagt. Aber es war schon nicht schlecht. Ja, alles muss man noch nicht abkönnen. Das ist, ihr könnt euch auf YouTube, wenn ihr wollt,
Oder vielleicht poste ich auf Discord mal ein Video. Es gibt YouTuber, die richtig, richtig gut darin sind, natürlich. Und die spielen dann aber nicht Mario Maker unbedingt, also auch, aber nicht mainly für den Schwierigkeitsgrad, sondern die spielen dann ROM-Hacks von Mario-Spielen, von alten. Indem Leute mit dem Editor quasi super schwierige Level gebaut haben, neue Mechanics entwickelt haben teilweise, wie das Spiel funktioniert. Und dann wirklich Level und Spiele gebaut haben, wo Leute hunderte Stunden teilweise dran sitzen. Um sie zu schaffen, um sie zu lösen. Und das ist eigentlich so das, was mich dann da so reingebracht hat. Ah, crap, ich bin zu langsam gewesen. Und das kann ich nur empfehlen. Da werde ich mir nachher mal ein Video posten auf Discord. Aber da gibt's richtig nice Stuff. Da haben Leute halt auch Bossfights gemacht, ne, mit Bowser. Bin ich schon mit der Rainbow Roll. Ja, gut. Aber das ist nochmal ein anderes Level. Wobei, jetzt, wo du sagst, ich frage mich, ob Leute eigene Karten gebaut haben für ein Mario Kart. Ha. Das habe ich mir nie angeschaut. Ja. Okay, jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Und Fokus finden. Jetzt hier, komm. Ich meine, so schwer sind die Level ja nicht. Komm. Ich meine, ihr seht ja schon die Indikatoren, die quasi sagen, wo man hinspringen muss. Und dann ist es nur noch das, wie man es managt. So. Das saubere Springen, das Schwung holen, hintereinander weg, nicht abbrechen. Im richtigen Winkel rein, um im richtigen wieder rauszukommen. Der Shit ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Das ist, so, das kann richtig tricky werden. Collect coins in the forest. How many coins can you collect? No. What would a Wookiee do? Or 20 seconds of light Kaizo. Gott. Underground Bunker. Ihr seht schon so ein bisschen, ne, diese Speed-Dinger, die sind echt Cancer. Deswegen lasse ich die immer, auch weil da 1 Million Points versteckt sind. Versteckt sind, platziert sind und es die ganze Zeit ding 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 macht. Reicht mir. Gibt es, kenne ich. Sowas hast du auch schon gesehen. Hatte ich bestimmt schon mal geteilt irgendwann. Das klingt etwas falsch. Oh, the Force of Battery. Das sieht nach einem Kampflevel, also nach einem Challenge Room Level aus. Auch ein interessantes Konzept. Man hat quasi einen Hub. Von dem aus geht man in Challenge Room, durchläuft Checkpoints, sodass es immer gespeichert wird, wenn du einen gemacht hast. Und das sieht fast danach aus. Doch nicht? Oh, ist das einfach nur so ein Trollding? LOL. Okay, etwas trolliges Level. Zur Hölle geht hier ab. Oh Gott. Shit! Oh crap, und ich brauch die Feuerblume. Obwohl, nee, ich brauch die Feuerblume nur für... Okay. Es gibt irgendwo Red Coins. Oh Gott. Achso, selbstgebaute Mario Kart. Entschuldige bitte, ja. Selbstgebaute Mario Kart Strecken. Okay, das ist alles gut zu wissen. Da, wie gesagt, bisher leider noch gar nichts. Noch nicht danach gesucht, ehrlich gesagt. Müsste man sich mal anschauen. Nein, ich verliere mein Power-Up. Ach, crap. Aber ich krieg ein neues. Okay, was ist euer Deal mit dem Level? Bin verwirrt auf mehreren Ebenen. Und nicht nur die drei hier. Ja, dass ihr mehr seht davon. Nein! Du kleiner Sausack.
Oh, wir kriegen eine Feder noch als Upgrade. Oh Gott! What? I see. Also nein, ich weiß nicht, was das sollte. Hier ist es, glaube ich, einfach nur ein Überleben. Ja. Oh, ich glaube, ich kann mit dem Cape die Dinger wegmachen. Also die Feuerbälle. Da bin ich mir gerade nicht. Nee, hä? Ach so! Oh, okay. Bossfight verstanden. Bossfight verstanden. Ich muss die von unten anspringen. Boy. Okay, ja gut. Das muss man auch mal rein. Gut, und eine gewisse Zeit überleben. Aus der Schildkröte auf der rechten Seite wird ein Shit. Verkackt. Oh. Wird ein, genau, ein Schlüssel droppen, wenn es besiegt wird. Wenn er besiegt wird, wenn die Schildkröte besiegt wird. Oh Gott, Speedrun? Nee. Ah. Okay, kurzes, leicht verwirrendes Level. Confusion of the Highest Order. Fand ich jetzt, ne? Es war etwas. Ich weiß nicht, was es war etwas. 50 Second Speedrun. Ah, ne. Colorful Speedrun. Oh. Aber das ist irgendwie süß, das mit den ganzen Röhren da. Na gut. Machen wir mal einen Speedrun. Macht euch auf sehr viele Coin Sounds gefasst, ihr Lieben. Gute Coinsounds, viele Coinsounds und gute Musik. Oh Gott. Das war bad. Oh, ich werde so sterben. Zwölf Sekunden. Never mind! Gar nicht tight. Oh, cute. Okay, das hat mir gefallen. Viele Coinsounds, war aber nicht überladen. Das kenne ich nämlich meist ganz, ganz anders. If the boot fits, ein klassisches Spiel, there's a Goomba in my boot. Sieht das cute aus? Stimmt, Leute können auch ganze Welten bauen, das kann ich auch noch erzählen. Man kann ganze Welten mittlerweile erschaffen, wo dann halt, ne, deine gebauten Level hintereinander kommen. Man hat eine Overworld, die man bereist, du kannst sie selber gestalten. Auch mit Bossfights und so am Ende. Und dabei sind viele solcher, ja, klassische Level entstanden, die halt einfach nur schön vor allem schön anzusehen sind. Oh ja, den nehme ich mit.
Nein! Oh Gott. Tu mir das nicht an. Shit. Hallo, mein lieber Gatorage. Was geht ab, Brudi? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gerade noch in einer schönen Runde Super Mario Maker. Heute 4 Pokémon gespielt. Um nochmal ein bisschen Abwechslung vom Multiplayer reinzukriegen. Nur nochmal angeschmissen. Oh Gott. Und was soll ich sagen? Gerade in einem schönen klassischen Level unterwegs. In dem es hauptsächlich um Schuhe geht. Oh Gott. Nee, Facecam war die meiste Zeit an, allerdings jetzt hier für das Super Mario Maker gerade. Damit man vor allem schön das Spiel erkennt, weißt du? Oh, ich bin so weit. Oh boy! Okay, Stern, let's go. Ich weiß nicht, wo wir den her hatten. Wait. Ein sehr cutes Laugard. Sehr cutes Level. Vor allem die Schuhe haben ja auch irgendwelche Fähigkeiten. Also sowieso die Möglichkeit, dass du auf spitzen Sachen laufen kannst. Genau, der hat so einen Stomp. War das? Ah. Und sogar so ein bisschen Wind unten weg, sodass man die hier ausschalten kann. Easy peasy. Genau, so ab 19 Uhr würde ich dann den Multiplayer machen, ihr Lieben. Ja, also, je nachdem, wer dann on ist, wer Bock hat, wer am Start ist. Mario Kart, Smash Bros. Irgendwas. Ich bin für alles zu haben. Genau, davor machen wir noch eine kurze Pause. Kurzes Päuschen. Birthday Bash. Kai, so leid. Today is my 15th birthday. I'm getting old. Lol. Team Jump. Genau, und da freue ich mich drauf. Wir können gerne eine Runde Kart fahren. Denn vielleicht sind da ja schon wieder neue Karten draußen. Das hatte ich nämlich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ja. Vorhin, als es um Rainbow Road ging, hatte ich darüber nachgedacht und dachte, stimmt, es kamen ja DLCs. Beziehungsweise ein DLC-Paket mit zwei Cups. Und ich dachte, die wollten eigentlich jeden Monat was droppen. Crap. Achso, hier kann ich auch. Okay. Und ja, da habe ich jetzt keine Infos drüber. Das heißt, vielleicht werden wir von ein paar schönen neuen Karten überrascht. Oh Gott, was ist dein Deal? Okay. Oh, Shell Jump! Frick off! Ich meine, es ist ein vorgefertigter, aber goddammit! Immer diese Shell Jumps! Oh. Okay, da müsst ihr mir jetzt Glück wünschen. Da brauche ich all eure Kraft. All eure Kraft. Ah. Stopp. Okay, Timing. Konzentrier dich. Du musst deinen Fokus fokussieren. Gib alles, Junge. Timing, das ist echt. Da stelle ich mich gerade an. Ist auch oft so, weißt du, wenn das, also bei mir zumindest, wenn das einmal drin ist, dann ist es drin. Dann ist es richtig drin. Und hallo, Sleepy Hollow. Herzlich willkommen, mein Guter. Schön, dass du da bist. Has been added to you. Nice. Ich war mir nicht mal mehr sicher, ob dieses Video noch aktiv ist. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Boy. Oh. Du musst deinen Fokus fokussieren. There are 3 levels in the queue. Okay, ich bin ehrlich. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass es die Queue gibt. Ich mache nicht so oft Mario Maker Streams.
Was ist das? Da hat jemand sein Level gepostet, mit dem Code, mein guter Winden. Und ich habe da auch so einen Bot im Chat, der quasi so eine Queue managt. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, was seine Commands waren. Yes! Ah, oh, oh, Peace with Jump am Ende! Crap. Genau, und ich weiß nicht mehr, was die Commands waren, ehrlich gesagt. Ich hatte mir irgendwo, glaube ich, mal einen Link gespeichert von dem Bot. Wir können auf jeden Fall dein Level gleich noch spielen, Sleepy Hollow. Yes! Peace with Jump! Okay. Puh! Genau, können wir sehr gerne spielen. Sehr gerne spielen. Vielleicht gibt es da noch ein Päuschen und danach werden wir Multiplayer-Spiele machen. Also Mario Kart, Super Smash Bros. Und. Das war übrigens ein schönes Level, hat mir gefallen.